Herzlich willkommen zu meinem Video. Heute ist der 13. Der 13.11.2020. Freitag, der 13. Ein Unglückstag für viele. Ich bin nicht abergläubisch. Also es ist für mich kein Unglückstag. Ich habe heute auch noch kein Pech gehabt. Bis jetzt, ich will es nicht verschreien, aber ich glaube halt nicht dran. Ich habe mir gerade den neuen Mix angeguckt und ein Modell für mich gewählt, auf das ich sparen möchte, sobald die neuen, die ersten Statistiken draußen sind, wie gut sie funktionieren und wie viel Leistung sie haben, möchte ich mir ein neues MacBook kaufen. Und zwar das 13 Zoll MacBook Pro mit ARM Silicon Prozessor, Apple Silicon Prozessor, 16 GB RAM und 2 TB Festplatte um 2600 Euro. Und ich wähle das, weil ich einen Lüfter brauche, weil ich viel Hochleistungssachen mache, wie zum Beispiel Videos editieren oder Musik, und dazu brauche ich eine Kühlung, weil sonst die Leistung zu schwach wird. Weil ich nicht weiß, wie gut die Prozessoren funktionieren, lasse ich mir damit noch Zeit. Die muss sowieso noch drauf sparen. Also habe ich keinen Stress. Meine Haare sind für mich total fett. Obwohl am Mittwoch von die Volkshilfe da war. Morgen kommt sie wieder. Morgen kommt zum ersten Mal Sonja wieder arbeiten. Am Montag kommt Corinna. Es sieht momentan bei uns ganz gut aus. Mein Vater geht wieder arbeiten. Und alle sind gesund. Und keiner hatte bis jetzt Corona und keiner hat Corona. Bei uns, Gott sei Dank. Und ich hoffe, es bleibt so. Ich habe heute eine Benachrichtigung bekommen, dass mein Purely Adventskalender, der mit dem Schmuck, bald versendet wird und dass der zweite Adventskalender am Weg verloren gegangen ist. Weil ich mir von Kiko einen Adventskalender bestellt. 39 Euro, aber der ist am Versandweg verloren gegangen. Und das ist schade. Ich bin halt jetzt am Überlegen, ob ich den nochmal bestelle oder ob ich es dabei belasse. Weil ich kann das Geld halt anderswo auch brauchen. Und ja. Ja. Deswegen bin ich am Überlegen, ob ich mir den überhaupt nochmal bestelle. Aber ich hätte den schon gerne. Das heißt übrigens doch Kiko Milano. Da habe ich Sonja letztens am Handy ein Blödsinn erzählt. Das ist Kiko Milano. Und sie meinte Kiko Milano. Ich habe gesagt, das ist ein anderes Kiko. Aber ja, ich habe den zweiten Namen noch nie gelesen. Sonst geht's mir mittelmäßig bis gut. Ich habe heute Nacht kaum geschlafen. Ich hatte wieder so extreme Schmerzen im Rücken und habe deswegen kaum geschlafen und bin sehr müde.
Man sieht's auch, ich bringe das Auge fast nicht auf. Und schiele die ganze Zeit. Ich habe, Mama war die ganze Nacht wach, glaube ich. Ich bin um Mitternacht dann ins Bett gegangen. Wieder, aber vorher konnte ich einfach nicht liegen, weil es so weh getan hat. Und ich habe erst gegen 2:30 eingeschlafen. Und um 8 bin ich wieder aufgestanden. Also war es ein ziemlich anstrengender Tag heute. Ich hoffe, dass ich heute wieder besser schlafe. Mal schauen, ich werde mein Bestes geben. Vielleicht mit Meditation. Gestern konnte ich es einfach nicht, gestern hat es nicht funktioniert und es hat mich nur aus der Ruhe gebracht und das hat dann keinen Sinn, wenn's nervt und stresst und alles. Ja. Also bin ich jetzt dann froh, weil von Sonja bekomme ich auch einen Adventkalender. Habe ich zumindest 2 Adventkalender, auf die ich mich freuen kann. Und ich freue mich schon voll auf Sonjas Adventskalender. Der wird sicher cool, da sind viele selbstgemachte Sachen dabei. Und das bedeutet mir viel, dass sie das extra für mich macht. Und das zeigt auch, wie sehr ich ihr am Herzen liege und sie mir auch. Und ich werde mich dann nächstes Jahr revanchieren und ihr einen Adventskalender machen, wenn ich kann. Oder einen besorgen, den sie schön findet. Je nachdem, wie's funktioniert. Ich kenne mich ja bei Naturkosmetik nicht so aus. Aber Sonja benutzt nur Naturkosmetik. Und deswegen ist es etwas schwierig. Und ich möchte immer einen Naturkosmetik-Adventkalender. Und das ist echt schwierig, wenn du nicht so viele Marken hast, die Naturkosmetik sind. Und ich kann ja auch selbst nicht so basteln. Und deswegen habe ich da ein bisschen einen Nachteil. Ich hoffe, sie nimmt mir das nicht übel. Aber ich glaube nicht. Mit Kerstin habe ich über die Meditationssache geredet, dass es manchmal ganz gut funktioniert, diese Achtsamkeitsübungen sozusagen und diese Ein- und Ausatmen mit Zielen verbunden und mit lange Ein- und Ausatmen zur Entspannung, aber dass es auch manchmal gar nicht funktioniert und dass es echt schwierig ist. Und sie hat gesagt, ich soll mich damit nicht quälen. Wenn es nicht geht, dann soll ich es lassen. Und wenn es geht, dann soll ich es verwenden. Und über Alexa habe ich jetzt auch verschiedene Meditationsübungen gelernt. Und das bringt schon viel. Zumindest mir. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich meine, deswegen extra ein Alexa-Gerät anschaffen. Ist natürlich ein Blödsinn, aber ich glaube, es gibt auch in vielen Büchern Meditationen. Und für mich war das ja anfangs gar nichts, weil ich so ruhige Stimmungen überhaupt nicht ausgehalten habe. Früher in Mauer hätte ich aufstehen und schreiend davonlaufen können. Bei der Meditation. Aber das war auch eine progressive Muskelentspannung. Und wenn ich einen Muskel anspanne, dauert es viel länger, bis ich wieder locker lasse, als bei gesunden Menschen, weil ich spastiker bin. Und das macht mich natürlich nervös. Und das führt nicht zum Ziel. Und das hat mich immer fertig gemacht. Aber jetzt kann ich
Meditation schon viel mehr anfangen, zumindest zeitweise. Und sonst gibt's nicht viel Neues. Ich hab's noch mal nicht geschafft, Christoph anzurufen. Möchte ich einen Montag machen. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Ciao. Eure Ines. Bis zum nächsten Mal.